Hallo ihr Lieben, für heute ist ein großes Unwetter angekündigt und ich werde jetzt nochmal durch den Garten schauen, was ich hier noch sichern kann. Und dabei können wir gleich mal ein paar Pflänzchen genauer anschauen, die ich beim Gartenrundgang, glaube ich, gar nicht erwähnt habe. Ja, ich habe hier draußen ja noch die ganzen Platten stehen, was noch nicht eingepflanzt ist. Da bin ich jetzt schwer am Überlegen, was passiert, wenn hier ein arges Unwetter durchzieht. Und ich glaube, ich werde die mal noch in die Werkstatt schaffen. Ich wollte euch vor dem groß angekündigten Gewitter heute gerne noch mal zeigen, wie die Sachen unter meinem Gemüseschutznetz aussehen, wenn das Netz mal abgenommen ist. Ich habe das abgenommen, weil ich denke, wenn der Wind hier so sehr reinfährt, dann ist die Chance sehr groß, dass das kaputt geht. Das bietet eine richtig gute Angriffsfläche. Und der Wind pfeift trotzdem durch und erwischt die Pflanzen. Also habe ich es jetzt vorsichtshalber mal abgemacht. In der Hoffnung, dass nach dem Gewitter hier alles noch gut dasteht. Sorge habe ich eher um die Tomatenpflänzchen, wenn jetzt hier so richtiger Sturm geht, dass da vielleicht nochmal was abknickt oder kaputt geht. Die anderen Pflanzen, die stehen ja alle auch schon ziemlich lange. Die haben schon ein paar Unwetter und Stürme auch ausgehalten. Zwiebel und Knoblauch hat das bisher nicht gestört. Auch beim Salat ist nicht so wild. Hagel wäre halt fatal. Da hätte ich dann eine Chance, alle Pflanzen, wo ich gerade nicht weiß, wohin damit, hier vielleicht doch noch einzupflanzen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Ja, die Amsel weist uns den Weg. Hier hinten gibt es nämlich etwas Neues. Ja, hier ganz links in der Ecke am Zaun zum Nachbarn habe ich die ganze Zeit noch nicht viel gemacht, weil ich wusste, hier stand letztes Jahr 4 Meter hoch der Topinambur. Und wir sehen, er ist auch wieder neu am Austreiben. Da sind also ein paar Knollen drin geblieben und das war auch der Plan. Und auch letztes Jahr stand hier der Boretsch, den lasse ich natürlich auch wieder wachsen. Es gibt kaum eine bessere Bienenweide. Und der Boretsch ist noch dazu eine ziemlich alte Heilpflanze. Also der kann sogar noch was. In dem Feld und in diesem ganz kleinen hier hinten habe ich Wintersteckzwiebeln reingemacht. Ich glaube im Oktober. Und die stehen schon richtig gut da. Der Zwiebellauch, der ist auch wirklich verlockend. Aber ich habe ja auch noch Lauchzwiebeln, wo ich mir den holen kann, damit ich hier diese Zwiebeln richtig gut wachsen lassen kann. Das sind rote, weiße und gelbe. Und da bin ich gespannt, wann wir die ernten können. Jetzt stehen die ja noch richtig gut im grünen Saft. Aber wenn sich hier das Laub dann langsam welk zeigt, dann werde ich hier mal anfangen zu schauen, wie die Ernte ausfällt. Denn die Zwiebeln machen auch in den letzten Kulturwochen nochmal richtig Masse. Die will ich nicht zu früh ernten. Hier steht der Knoblauch, den hatte ich an ganz vielen Ecken im Herbst und Winter noch gesteckt. Der hat richtig gut Vorsprung. Und hier hinten steht einer, da könnte man meinen, dass das ein Porree werden will. Ein richtiger Oschi. Da warten wir auch, bis das Laub dann verwelkt. Den werden wir ein bisschen eher ernten können, als den, den man erst im Frühjahr steckt. Da bin ich auch mal sehr auf die Ernte gespannt. Hier oben steht schon Brokkoli drin. Und noch ganz klein, den erkennt man kaum, der Porree. Ja, unter dem Gemüseschutznetz werde ich jetzt vorrangig noch Kohlpflanzen auspflanzen, einfach um die vor dem Kohlweißling zu schützen und die Zwiebeln und den Lauch vor der Lauchfliege bzw. der weißen Fliege. Da habe ich noch verschiedene Spitzkohl, Brokkoli, Blumenkohlhammer, Weißkohl, Chinakohl und jede Menge Kohlrabi-Pflanzen. Der hier steht schon seit einer Woche da. Das ist ein Brokkoli, die Sorte Marathon. Ich habe aber auch noch den Limba. Gespannt bin ich auch auf die verschiedenen Sorten von Blumenkohl. Hier ist es demnächst höchste Zeit, die einzupflanzen, aber jetzt vor dem groß angekündigten Unwetter wollte ich nicht noch junge Pflanzen setzen. Die werde ich dann ja auch noch ein bisschen geschützter stellen, dass hier nicht noch was kaputt geht. Ja, der Kohl wird nicht komplett in meinen Beeten unterkommen, wenn ich das so sehe. Da werde ich mal noch ein bisschen Werbung machen müssen. Aber Rosenkohl ist auch noch dabei, sehe ich gerade. Da habe ich dieses Jahr nur 5 Pflanzen. Die sollten aber auch reichen, dass wir im Winter dann wieder unseren schönen Rosenkohl ernten können. Ja, hier in der Mitte haben wir einen Blumenkohl. Das ist die Neckarperle. Und die andere Sorte, die ich noch da habe, heißt hier der weiße Schneeball. Ach, und beim Brokkoli habe ich auch noch die Sorte Romanesco als drittes, sehe ich gerade. Eine Brokkoli-Vielfalt dieses Jahr. Ach ja, unterm Tisch, die darf ich auch nicht vergessen. Mairübchen haben wir hier noch und auch noch mal einen Kohlrabi, hier eine lilane Sorte.
Ach, und in der anderen Kiste hier unten habe ich noch den Superschmelz und noch ein paar Pflanzen drin. Ja, gut, Kohlrabi kann man ja auch jederzeit wieder aussehen. Da werde ich jetzt noch ein paar Pflanzen verschenken und dann eher noch mal einen zweiten Schwung machen in ein paar Wochen, dass der Kohlrabi dann nicht nur einmal auf dem Teller landet. Ja, hier ist eine Tomate in einem kleinen Topf. Das ist die Bonsai-Tomate Minibell. Die wird nicht riesig, die wird eine schöne Kugel bilden. Die muss man auch nicht ausgeizen, also wenig Arbeit. Und ich denke, der Topf reicht erstmal, wenn sich dann herausstellt, dass er nicht reicht. Dann kriegt die auch nochmal einen größeren. Aber zurzeit hat die hier einen schönen sonnigen Platz und ist hoffentlich gut geschützt. Aber ich glaube, während des Unwetters werde ich die auch nochmal im Gewächshaus mit zum Schutz hinstellen. Gut, dann habe ich hier erstmal die Tomaten recht gut untergebracht. Hier sind auch noch meine Reste drin, die ich noch einpflanzen wollte. Aber wie gesagt, die Nacht warte ich jetzt mal ab und hoffe, dass hier keine größeren Schäden entstehen. Hier hinten habe ich übrigens einen neuen Mitbewohner. Ach schade, die ist gerade nicht da. Das ist eine richtig schöne große Spinne. Weiß nicht, für wen das sowas ist. Aber das ist ein ganz nützlicher kleiner Mückenfänger hier. Die Maispflanzen können demnächst auch raus. Ich habe erst gedacht, die kommen nicht, aber jetzt scheint es doch warm genug zu sein, dass die sich zeigen. Hier ist die Minibell. Die hatte ich aus meinem eigenen Saatgut letztes Jahr dann gewonnen. Das sind ja samenfeste Sorten, wo man das richtig gut machen kann. Und die habe ich jetzt hier in der zweiten Runde nochmal in den Töpfchen, weil die ganz kleine Früchte ausbildet, die jetzt auch in der restlichen Zeit, wo es jetzt schön warm und sonnig ist, auf jeden Fall noch gut ausreifen können. Hier sind tatsächlich schon die ersten Erdbeeren dran. Die habe ich zum Gartenrundgang hier, glaube ich, noch gar nicht entdeckt gehabt. So sieht übrigens der Rosenkohl aus, wenn er blüht. Ich hatte hier ein ganz kleines Pflänzchen, das stand in nicht so guter Erde. Hier haben die Nährstoffe gefehlt letztes Jahr. Das war noch klein, das habe ich vergessen zu ernten. Und dann habe ich es einfach stehen lassen. Und jetzt sehen wir auch, dass der hier schön blüht, unser Rosenkohl. Hier an der Mauer hatten wir ja in einem der letzten Videos noch die Wurzelreste weggehackt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Tomaten hier wachsen. Wir haben natürlich noch mal ein bisschen aufgebessert den Boden und denen gegeben, was sie so brauchen. Und da haben die jetzt einen richtig guten Standort hier an der Mauer, die dann hoffentlich auch noch ein bisschen Wärme abstrahlt. Da bin ich gespannt, wie die sich hier machen werden. Bei meiner überwinterten Physalis, bei der Mutterpflanze von all den Stecklingen, die oben im Beet stehen, habe ich gerade auch entdeckt, dass hier schon ein Blütenansatz dran ist. Hier kann man den sehen. Die Physalis sind bei mir letztes Jahr ja erst drinnen reif geworden. Deswegen habe ich die überwintert und seitdem Stecklinge gemacht. Die ausgesäte Pflanze habe ich an meine Schwester verschenkt. Da hole ich mir aber mal den Status, wie die sich so macht. Da freue ich mich dieses Jahr auf reife Physalis aus dem Garten. Hier meinen kleinen Topf mit der Pimentus de Patron, die werde ich auch mal noch mit ins Gewächshaus holen. Da habe ich mir ein bisschen Appetit geholt bei anderen YouTubern, die will ich auch ausprobieren. Aber die werde ich jetzt auch noch mal in Sicherheit bringen. Ja, hier liegen auch noch ein paar Plasteteile rum, die ganzen Kisten, ein paar Pflanzschalen. Die werde ich jetzt auch noch wegräumen, nicht dass es die hier durch die Gegend weht und die kaputt gehen. Oder die hier vielleicht auch noch irgendwie in die Glasscheiben fliegen. Also, weg damit. Das ist das Weibchen. Die kommt ja hier gerne, um Käferlarven zu suchen. Kleine Würmer. Super wäre es, wenn die abends käme oder morgens und Schnecken fressen würde. Aber gut. Ja, das Schutznetz hier, das werde ich dran lassen. Da sind noch ein paar schwere Steine drauf. Hier auf die Mittelplanke werde ich noch einen legen. Und ich denke, dann sollte das soweit in Ordnung sein. Dann kann ich nur hoffen, dass die Pflänzchen gut durchhalten. Die Tomaten werde ich jetzt nochmal durchschauen. Gerade die größeren Exemplare hier, ob ich die nochmal anbinden muss oder ob das gerade reicht. Und dann bleibt abzuwarten, was hier heute von oben kommt. Ich drücke allen die Daumen, dass keine weiteren Schäden entstehen mögen. Wenn ihr bei schlechtem Wetter noch ein bisschen YouTube schauen möchtet und Lust habt, dann packe ich euch hier nochmal eine Playlist hin und auch das letzte Video vom Gartenrundgang. Ja, die Tische sind leer, die Tomaten sind angebunden, alle losen Teile sind beräumt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da kommt.